Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen Runde Vampire Survivors. Heute mal mit Arcanas. Ich habe noch nie Arcanas benutzt. Ich habe keine Ahnung, was mich da eigentlich erwartet. Und mit der Hexe Gatti Amari. Und ich würde sagen, einfach mal in die Bibliothek. Weil das tatsächlich meine Lieblingsstage ist. Und wenn ich schon Arcanas benutze, die ich so noch gar nicht kenne, würde ich halt einfach sagen, machen wir das mit etwas, das mir liegt. Also die Bibliothek. So, Arcanas. Okay, wenn du mich so ist. Ist genau was? Okay. Chaos in the Dark Knight. Okay, meine Projektilgeschwindigkeit wird hin und her schwanken. Aber ich bekomme auch Projektilgeschwindigkeit 1% jedes Level. Healing ist doubled. Repowering HP Damage nearby enemies. Okay, aber meine Heilung wird verdoppelt. Und heißt das, dass die HP des Gegners gleichzeitig runtergesetzt werden? Okay. Was genau bedeuten die Attacken, also die Waffen da unten? Blessed Weapon Projectiles gain up to 3 bounces. Ah, okay. Enable critical hits for listed weapons. Doubles overall critical damage. Also sollte ich hier dann auf Klingenwaffen im Idealfall gehen. Komm. Machen wir doch einfach mal das. Und sterben einfach direkt. Klingenwaffen. Ja, schön. Ich glaube, Cross war keine der Waffen, die verbessert wird. Kann natürlich rerollen. Und noch weniger Gutes bekommen. Außerdem. Ich könnte natürlich was Passives benutzen für. Irgendeine Klingenwaffe wird. Hollow Heart ist nicht dabei. Racer ist nicht dabei. Panel. Dieser Katzenständer ist auch nicht dabei. Ja nun. Jetzt müsste man auch das Glück haben, was zu bekommen, was hilft. Mehr Projektile. Attract Orb. Bei Attract Orb bräuchte ich das Center Water. Bei Duplicator bräuchte ich halt den Thunder Ring. Gehen wir doch auf Wings. Dann könnte ich zumindest die Valkyren, diese Valkyrie Turner, bekommen. Ach stimmt, hier steht jetzt auch dieser Dude rum, bei dem ich theoretisch Items kaufen kann. Und bei den Katzen muss ich natürlich aufpassen, weil die mir Items klauen können. Bam. Axt. War die Axt dabei? Ich glaube, die Axt war dabei in der Auflistung. So nehme ich halt mal die Axt. Außerdem liegen doch bestimmt noch irgendwo Items in dem Level so frei rum. Die Frage ist, welche? Bücher. Und die Steinmaske. Die Steinmaske kann ich für die Katzen gebrauchen. Also gehe ich nach rechts. Genau, lass uns erstmal nach rechts gehen.
zum Stone Mask. Nicht. Die mit den Katzen finde ich am Anfang sehr schwierig, weil man so eine weite Range mit diesen Katzen hat. Attractor of Center Water, Song of Mana wäre Skelomaniac. Ich finde keins von euch geil. Ich finde immer noch keins von euch geil. Spellbinder? Spellbinder. Ich will jetzt nicht alle Revolver-Suche benutzen, tatsächlich. Ich jetzt schon. So, immerhin haben wir jetzt schon drei Katzen. Die Axt ist halt auch so unkontrolliert und eigentlich eher weiträumig als Waffen zu betrachten. Das heißt, wir haben halt nichts, was aktuell so an uns heran Schaden verursacht. Ich dachte, ich komme noch durch das Loch, bevor es sich schließt. Ich habe den Charakter tatsächlich noch relativ selten bisher gespielt. Eben, weil ich die Katzen gar nicht so cool finde als Waffe. Get. Okay. Das heißt, wir haben alles, um theoretisch gleich die Katzen evolven zu können, sobald wir mal irgendwie weit genug aufgelevelt sind. So, wir können hier theoretisch auch noch mehr Karten und Zauber einsetzen. Hätte ich das im Startbildschirm machen können? Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann nur eine auswählen. Ist ja aber auch gerade egal. Nach links, genau. Ich könnte die beiden Bücher holen. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht den Zauberstab nehmen werde. Aber hey, besser haben als nicht haben. Aber auf dem Weg würde ich mir jetzt erstmal ein bisschen Punkte holen. Wieso bleibe ich denn immer an dem blöden Tisch hängen? Ich kann mir natürlich auch hier das. Nee, wir holen uns das Herz. Weil wir nämlich auch die Peitsche brauchen. Denn auch die Peitsche wird verbessert durch den Zauber, den wir haben. Ich bleibe immer am Tisch hängen. Nervig. Okay. Garlic werde ich ja wahrscheinlich nicht mitnehmen, also brauche ich das Herz nicht. Die Krone wäre für das Pentagramm, die brauche ich halt theoretisch auch nicht. Wobei mehr Erfahrung. Aber ich kann das Hollowhorn einfach nochmal mitnehmen. Da hat meine Tastatur geklemmt. Nein! Lass mich doch nicht im Stich. Okay, wir holen uns gleich mal das Hühnchen, das hier irgendwo liegen soll. Wenn mir das die Katzen nicht wegessen. No, aber sie miauen so süß. Wip. Dankeschön. Miracle Wip. Yay. Die Musik irgendwie cool. Das ist aber nicht die Musik, die normalerweise in der Bibliothek spielt, oder? Die kommt mir gerade so anders vor. Du hast dich so verändert, Musik.
Du bist so viel actionreich als sonst. Oder ich hab's komplett falsch in Erinnerung. Gatti Amari, weiter leveln. Bitteschön, dankeschön. Weiter leveln, dankeschön. Ja gut. Ich habe gerade kurz überlegt, für was hätte ich denn die Armor gebrauchen können, aber nee. Für den Moon Tracer, ich glaube, den wollen wir uns gerade nicht holen. Also es ist okay, wenn wir nicht die Armor mitnehmen. Verbessern die Peitsche. Ja, Hollow Heart. Erstmal Hollow Heart. Ich meine, ich könnte den Magic One mitnehmen. Wir haben praktisch kostenlos das Buch hier rumliegen. Ah, okay. Aber nur weil das Buch praktisch kostenlos hier rumliegt. Das heißt, wir müssen jetzt gleich erstmal nach links. Die Ramsu wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt mitzunehmen. Habe ich tatsächlich relativ selten bisher genutzt. Aber das war, glaube ich, auch eine von den Waffen, die verbessert werden. Yay, noch eine Steinmaske. Noch eine Kiste, okay. Also das Buch dürfte uns ja kein Blatt klauen, sozusagen. Wenn das aufgesammelt wird, kriegt das ja einen extra Platz. Also von den Waffen, die wir bisher dabei haben, dürften wir die Möglichkeit auf Weiterentwicklung schon gesammelt haben. Bis auf das Buch halt. Aber das werde ich wahrscheinlich erst so richtig sehen und mich darauf konzentrieren können, sobald ich sie vor mir sehe. Explodieren. So, da ist der Verkäufer. Ich sollte weiter nach links gehen. Level 5. Kätzchen. Level 6. Kätzchen. Renn den Brokkoli weg! Upsi. Brokkoli ist wieder da. Aber sie miauen doch so süß. Oh.
aber nichts von euch. Banishen wir doch mal was. Damit er nicht wieder auftaucht beim nächsten Mal. Wie ich da in dem Loch sitze. Aktuell ist alles ein bisschen kritisch. Weil ich keine der Waffen so richtig hoch habe. Außer die Kätzchen. Ich verbringe halt gerade mehr Zeit damit, von links nach rechts zu laufen, um an das Buch zu kommen, als mir Energie hier aufzusammeln. Kätzchen, Level 8. So. Wird die Geschwindigkeit der Musik schneller mit dem Level der Kätzchen? Oder bilde ich mir das gerade ein? Wäre auf jeden Fall irgendwie voll lustig. Wenn das nur mit den Kätzchen zusammenhängt, dass ihr andere Musik spielt. Okay. Tiramisu. Meine ideale Wunschwaffenwahl. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist, glaube ich, eine Kombi, die ich so noch nie gespielt habe und nie spielen würde, freiwillig. Wenn ich den Zauber nicht dabei hätte. Und da sieht man. So, wir nehmen das Knife mit. Wir nehmen die Whip mit. Miracle Whip und so. Ja, ich muss das immer sagen, bei der Whip. Ich weiß nicht. Ich finde den Namen Whip so lustig. Und das Miracle Whip kann doch irgendwas mit Peitsche bedeutet. Nein. Bora. Komm, sag mir, es ist die entwolfte Katze. Okay, es ist die entwolfte Katze. Es ist Vicious Hunger. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was Vicious Hunger macht. Ich dachte nur, oh, ich starte mit der Katze, also muss ich die auch evolven. Kann ein großer Fehler gewesen sein. Ich bin hier wirklich alles in Gold verwandelt. Die Augen sind auf meiner Seite, oder? Das sind die Katzen. Ja, okay. Das scheint meine Attacke zu sein. Ich wollte eigentlich die Bücher holen. Und bei den ganzen Katzen sehe ich halt nicht mal mehr, wo ich hier eigentlich hinlaufe und wo Gegner sind. Sterbe. Sterbe hart.
Das ist nicht meine Traumkombi. Ich habe noch total den Überblick, wo ich bin und wo eigentlich die Gegner sind. Schwierig. Okay, wir bekommen die Axt. Welche Stufe ist denn nun die Axt? Level 5, ja, Supi. Besser als nicht. Links nur eigentlich nochmal das Buch. Soll ich dafür jetzt extra nochmal links laufen? Was bist du denn? Hä? Oh, ich bekomme noch eine Karte. Verstehe, was ist das denn? Ist das eine Random-Karte? Mehr Projektil-Bounces? Mehr Pounces könnte halt sich auf den Zauberstab auswirken und auf das Schwert. Ach, das Schwert ist das Cross, oh mein Gott. Ich hätte doch das Cross mitnehmen müssen. Ich bin so dumm manchmal. Heilung, wir nehmen die Heilung. Oh, und wir stecken ziemlich in der Kacke. Unsere Heilung macht jetzt im Grunde dem Gegner Schaden. Das ist gut. Jetzt habe ich aber so viele Items dabei, dass ich gar nicht alle aufleveln kann. Ich habe also englischen Nutz mitgenommen. Problematisch, aber okay. Wir kriegen Sinn irgendwie. Erster Arcana-Run kann jetzt auch nicht so unbedingt immer mega geil werden. Aber ey, machen wir das Beste draus. Und jetzt haben wir zumindest etwas, das den wahren Gegnern Schaden zufügt, nämlich wenn wir uns heilen. Aber der Rauch von den Kätzchen macht es für mich manchmal so ein bisschen undurchsichtig, überhaupt zu sehen, wo wir eigentlich gerade sind. Und wo Gegner sind. Ich meine, es ist gut, dass wir Hollow Heart haben, was die Max Health erhöht. Und jetzt die Heilung, die doppelte Heilgeschwindigkeit. Aber oh, es gibt Dinge, die sind jetzt nicht so geil gelaufen.
Nur weil wir Gegner, die nur auf Distanz besiegt werden können gerade. Und deswegen ganz nah nicht rankommen. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ich bin eigentlich gerade froh, dass ich schon 14 Minuten durchgehalten habe. Denn das ist definitiv keine Traumkombi von mir. Ich hätte mir irgendwas anderes suchen müssen, was mich auch aus der Nähe vor Gegnern ein bisschen rettet. Ja, genau. Noch mehr auf dem Bild, damit ich noch weniger Überblick habe. Und noch weniger sehen kann, was hier eigentlich gerade abgeht. Alte Frau. Ich muss erstmal registrieren, was denn eigentlich geschieht. Quatsch. Na, so viele Gegner. Tatsächlich schon lange nicht mehr in einem Run so unwohl gefühlt wie jetzt gerade. Das ist alles durchaus schwierig. Durchaus ist schwierig zu betrachten. Jetzt auch nur noch Passiv-Items gerade. Das ist nicht so schön. Okay, dann halt den Kerzenständer auch noch. Jetzt kommen wieder so viele Gegner. Oh. Kätzchen, und dann nimmt doch was. Meine Heilung kommt halt nicht mehr hinterher. Obwohl sie schon doppelte Geschwindigkeit hat. Okay, was nehmen wir? Knife. Nehmen wir das Knife.
schwierig. Wirklich schwierig. Habe ich, glaube ich, alle Items zumindest schon mal. Liegt eine Truhe. Ah, okay, Magic Wand. Habe ich alle Items? Ich habe alle Items. Die Axt bringen wir auf Level 8. Dann können wir die evolven. Einen Moment bitte kurz. So, da wären wir wieder. Ich wurde vom Essenslieferanten unterbrochen. Kann jetzt also schnell auch chaotisch werden. Genau, wir waren in diesem Run. Oh Gott. Die sind doch sehr, sehr ungewohnt waren für mich mit Waffen, die ich so sehr selten eher benutze. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Es ist nur nicht so viel. Okay, die explodierenden Hexen. Selbstmordhexen. Lass das mal. Kätzchen rettet mich. So, ich habe Hühnchen. Und sammle Geld. Oh Gott, mehr Damage, mehr Leben. Ich denke mehr Leben. Mehr Max Health. Bleibt immer an den Tischen und den Stühlen hängen. Nun. Okay. Kiste. Was bekomme ich Feines? Okay, die Sense. Sense ist gut. Oh Gott, aus was kam jetzt nochmal die Sense raus? Genau, aus der Axt. Okay, cool. Das macht zumindest um mich herum der Match komplett. Oh nee. Okay, einen dritten Zauber darf ich mir aussuchen. Das da. Das andere wirkt irgendwie nicht so gut. Also mehr Bouncy-Projektile erscheint mir als durchaus besser. Wenn wir den Run übrigens noch schaffen, dann weiß ich auch nicht, wie ich will das schaffen. Ja. Es war jetzt schon so oft so knapp. Und wie gesagt, die Waffenwahl ist halt eigentlich gar nicht meine Wahl. Das habe ich nur genommen wegen der Zauber.
Wenn wir es schaffen, ist es ein Wunder. Ein Vampire Survivors Wunder. Und ihr seid dabei. Yay! Der Rauch von den Katzen macht mich fertig, weil ich so schon schwer Überblick behalten kann, aber mit dem Rauch der Katzen wird es noch schwieriger. Weg. Miracle. Kiste. Eigentlich müsste ich doch hier Dingens bekommen, die Peitsche. Okay. Bloody Tier haben wir. Die gibt mir Energie zurück, wenn ich Gegner treffe, was gut ist. Was wirklich, wirklich gut ist. Weil ich verliere definitiv zu viel Energie. Ist, glaube ich. Finde ich gerade ganz cool. Ich meine, wenn ich praktisch permanent die Peitsche hätte, würde ich praktisch permanent geheilt werden. Und Gegner töten können. Oh Gott. Was geschieht hier? Dich. Ich fühle mich gar nicht wohl mit meinem Setup, wenn ich das mal so sagen darf. Ohne Bloody Tier wären wir schon tot. Die Tier halt gerade nach. Oh Gott, weg. Weg hier! Die olle Hexe kommt! No! Ich weiß nicht, den ersten Run mit der Kana habe ich irgendwie. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ui! Weniger stressig? Nun dafür, dass ich aber nicht wusste, was Arcanas überhaupt machen. Ich habe es mir trotzdem weniger stressig vorgestellt. Obwohl sie mir helfen. Nicht mehr anders vorgestellt. Ich bleibe jetzt gerade am unteren Rand, weil ich das Gefühl habe, wenn da unten kommen, dass so viele Guten hat. Also habe ich praktisch nur drei Seiten da, die ich abdecken muss. Macht zu wenig Schaden.
öffne die Kiste. Komm, irgendwas Wichtiges brauche ich. Mindestens den Zauberstab. Okay, gut. Es ist das Zauberstab dabei. Ich fühle mich ein bisschen bedrängt. Bitte halten Sie eine Armlänge Abstand. Es war schon besser, hier im Arm zu bleiben. Hey, immerhin sind wir bei 27 Minuten. Das ist länger, als ich wirklich so am Anfang des Runs erwartet hatte. Weil mir diese Waffenwahl so gar nicht liegt und wir halt nichts haben, was uns so einen nahen Schaden fernhält. Aber wir haben jetzt gerade was zum Gegenheilen und das ist gut. Lass uns bis Level 28. Level 30 durchhalten. 30 Minuten. Könnte ein paar Kisten gebrauchen. Nur vorsichtig und langsam. Durch die Gegend laufen. Das ist wichtig. Weniger Cooldown. Und so, bleiben wir mal beim Cooldown. Ich schau gerade, wir haben noch keine Kiste übersehen. Ich sehe zumindest keinen Pfeil. Das heißt, wir brauchen nur noch ganz viele Kisten. Und ich glaube, das Glück haben wir nicht. Oh Gott. Bitte, Peitsche, du musst das jetzt regeln. Ich will halt ungern meinen Speed noch weiter erhöhen. Nee, es kommen da ganz viele Explosionsviecher. Nee. Ich will dich nicht noch länger haben. Ich will nicht noch schneller werden. Stattdessen würde ich mich gern heilen können. Ja, ich glaube, das ist gut. Bitte gib mir alles, was ich brauche. Dich haben wir noch. Schade, dass wir nicht die Knives entwickelt bekommen haben. Was hat denn dafür gefehlt? Bracer, ja. Nun gut, die bekommen wir dann wohl auch einfach nicht mehr entwickelt. Aber wir haben Valkyrie. Wie heißt es genau? Valkyrie.
Valkyrie Turner. Das soll eigentlich ganz cool sein, glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. Komm, ich muss nur noch 9 Sekunden überleben. Und dass wir das geschafft haben. Glaubt einfach nicht. Okay, den Tod haben wir trotzdem nicht besiegt bekommen. Aber... hey, wir haben es bis Level 30... bis 30 Minuten geschafft. Das war mein Wunsch. War schon irgendwie mega cool. So eine neue Herausforderung mit anderen Waffen. Das erste Mal mit Zaubern. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben es bis Minute 30 geschafft. Das ist gut. Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Trotz dieser sehr seltsamen Waffen. Was hat denn den meisten Schaden gemacht? Death Spiral? Scheint am meisten Schaden gemacht zu haben, tatsächlich. Der Bloody Tier hat uns so den Hintern gerettet. Vicious Hunger hat auch so viel Schaden gemacht. Bloody Tier, Holy Wand. Nun, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal oder zum nächsten Video dann. Tschüss.